Servus, liebe Freunde der E-Mobilität. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, Servus TV hat vor kurzem ein Interview ausgestrahlt. Und zwar hat der Herr Dr. Wegscheider den Motorenpapst Professor Fritz Indra interviewt, der sich mit E-Autos besonders gut auskennt. Der hat da eine ganze Menge an stichhaltigen Argumenten gegen die E-Mobilität. Und ich glaube, er hat so fast nichts ausgelassen. Also ein paar Kleinigkeiten sind mir noch abgegangen. Aber nein, so im Großen und Ganzen hat er schon alles abgedeckt. Es ist eine Mischung aus Verzweiflung, Lügen, Propaganda, ich weiß nicht. Es kommt alles vor. Schauen wir uns das gemeinsam an. Ich habe es kommentiert, ich habe es nicht geschnitten, weil ich weiß gar nicht, was ich da wegschneiden soll. Es ist einfach so genial. Schauen wir uns das gemeinsam an. Gemeinsam kann man es ertragen mit den Kommentaren, denke ich, und ein bisschen Humor. Dann ist es nicht so schmerzvoll. Man muss das gesehen haben, was man im Jahr 2020 noch an Journalismus oder als Journalismus bezeichnet, scheinbar bei Servus. Also wenn ihr etwas von Red Bull, das ist übrigens der Haussender von Red Bull, wenn ihr ein Produkt kauft, dann denkt dran, ihr unterstützt das. Ja, schauen wir uns das gemeinsam an nach dem Intro. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Talk-Spezial über die Zukunft des Autos. Wir wollen heute insbesondere darüber reden, mit welchen Antrieben wir uns in Zukunft fortbewegen wollen und werden. Mein Gesprächspartner heute könnte prädestinierter nicht sein. Wir sind zu Gast bei Herrn Professor Fritz Indra, einem Experten, der die Entwicklung des Automobils über Jahrzehnte mitgeprägt und mitgestaltet hat wie kaum ein anderer. Grüß Gott, Herr Professor. Grüß Gott. Friedrich Indra gilt weit über die Fahrzeugbranche hinaus als brillanter Motorenentwickler. Er war jahrzehntelang in Forschung und Lehre tätig. Und er ist aber auch einer der versiertesten und renommiertesten Kritiker des Elektroautos. Das ist auf den ersten Blick verwunderlich, denn Politik und Medien verkünden uns ja, dass die Zukunft des Autos nur mit einem Elektromotor funktioniert und dass der Verbrenner längst ausgedient hat. So, da muss ich gleich mal einhaken. Und zwar, Politik und Medien verkünden, dass das Elektroauto die Zukunft ist. Also, ich weiß nicht, lebe ich auf einem anderen Planeten? Also Politik und Medien verkünden da gar nichts. Also gerade die Medien sagen doch immer, das Elektroauto, das geht nicht. Also echt seltsam. Schauen wir weiter. Politik und Medien führen schon seit mehreren Jahren einen regelrechten Kreuzzug gegen den Verbrennungsmotor. Die vermeintliche Ökobotschaft lautet, wer etwas für die Umwelt tun will, der fährt elektrisch und wird dafür mit Umweltprämien und Zuschüssen belohnt. Trotzdem hinken die Stromautos. So, muss ich auch gleich einhaken. Umweltprämie. Ja, das stimmt, da wird Geld ausgezahlt, wenn man ein E-Auto kauft, aber wenn man das ehrlich durchrechnet, man verursacht auch weniger Umweltschäden und das ist aus meiner Sicht einfach ein fairer Ausgleich an die, die die höheren Kosten oder teilweise sind es gar nicht höhere Kosten für ein E-Fahrzeug auf sich nehmen, die sollen das entlohnt bekommen, finde ich voll fair und das ist keine Förderung, das ist einfach nur ein fairer Ausgleich, wie eine Steuer, das ist eine Art Negativsteuer übrigens, ja, Negativsteuer, sowas gibt's. Autos den Verbrennern hinterher. Deutschland hat sein Ziel, bis 2020 eine Million E-Autos auf die Straße zu bringen, schon vor Jahren verschoben. In Österreich fährt trotz steigender Neuanmeldungen nicht einmal 1% elektrisch. Steuert die Autoindustrie mit voller Geschwindigkeit an ihren Kunden vorbei und direkt in ein Desaster? Der Wiener Motoren- und Fahrzeugentwickler Professor Fritz Indra ist davon überzeugt. Der renommierte Konstrukteur wird in seiner Branche längst als Motorenpapst bezeichnet. Er war über Jahrzehnte Leiter der Motorenentwicklung bei großen Unternehmen wie BMW, Alpina, Audi, Opel oder General Motors und gilt heute noch als Entwickler von besonders effizienten und sparsamen Motoren. Er kritisiert, wer auf das Elektroauto setzt, der hat die Konsequenzen nicht verstanden. Herr Professor Indra, Sie haben über Jahrzehnte Motoren entwickelt. Sie haben Motoren effizienter und sparsamer gemacht. Sie haben über Jahrzehnte an der Uni unterrichtet, über Rennsport und eben über Verbrennungsmotoren. Ja, ich kann mir diese Kritik erlauben,
Weil ich habe nicht nur in meinem Leben Verbrennungsmotoren entwickelt, sondern mit allen möglichen Alternativen beschäftigt. Ich war zum Beispiel bei Opel verantwortlich für den berühmten Rügen-Feldtest. Da haben schon 160 Elektroautos teilgenommen, 1992. Und das Problem wird natürlich immer die Batterie bleiben. Immer. Und von Wasserstoff... Immer. Immer. Das wird immer die Batterie... Immer. Man merke, immer wird die Batterie das Problem bleiben. War ich natürlich auch dabei. Also ich habe in meinem Leben da einen Überblick. Es wird ja heute praktisch alles angetrieben mit Verbrennungsmotoren. Und die Leute, die so heftig kritisieren, die sehen halt immer nur, da fährt ein Elektroauto rum und da kommt hinten nichts raus. Also ist es wunderbar. Und das habe ich immer meinen Studenten auf der Uni erzählt. Denkt gesamtheitlich. Schaut nicht nur, was da hinten rauskommt, sondern schaut, was bei der Entstehung eines Produktes passiert. Und ich hoffe, dass er dann später auch alles berücksichtigt, was beim Verbrennungsmotor vorher anfällt. Also so ein paar Milliarden Liter Öl jedes Jahr in Sibirien aus undichten Pipelines, verschmutztes Niger-Delta, Kriege um Öl und solche Dinge. Ja, mal schauen, ob er dann so ehrlich ist und das nicht vergisst. Wenn man das macht, und das kann man halt nur, wenn man diesen globalen Überblick hat, dann kommt man schnell drauf, dass eben das Elektroauto in der heutigen Form nicht das Gelbe vom Ei ist, sondern ganz gravierende Fehler hat. Und langsam kommen sie auch immer mehr raus. Die Leute lesen natürlich über diese Geschichten da, wie die Rohstoffe abgebaut werden, dass man das nicht recyceln kann. Ja, nicht recyceln. So, da haben wir schon das Erste. Bullshit. Zum Beispiel googelt nach Firma Düsenfeld in Deutschland. Man kann Lithium-Ionen-Akkus recyceln und das ist auch wichtig, weil die werden nicht nur in Autos verwendet, nein, mittlerweile in so vielen Geräten, Werkzeugen, Mobilgeräte, überall Lithium-Ionen-Akkus, die muss man recyceln. Das ist ja auch wertvoll und man kann die nicht deponieren, sowieso nicht, und verbrennen ist zu schade. Das sollte man später noch drüber sprechen, dass ein Elektroauto nach 8 Jahren kaputt ist. So, Elektroauto ist nach 8 Jahren kaputt, also die Tesla Model S, die von 2012, 2013 rumfahren, die einige so, sag ich mal, 10, 12, maximal 15% Degradation am Akku haben, die sind jetzt alle kaputt, natürlich, ja. Oder gut, es gab am Anfang ein paar Leaf, die hatten Probleme. Aber so ist, gibt's schon ziemlich alte, auch so ungefähr knapp 8 Jahre. Es gibt Mitsubishi i-MiEVs, die noch rumfahren. Also nach 8 Jahren ist kein E-Auto kaputt. Eine glatte Lüge. Das heißt, das hohe Kapital, das sie eingesetzt haben, das immer höher ist als beim Verbrenner, bis zu 60%, ist nach 8 Jahren weg. Bis zu 60% mehr Kapital als beim Verbrenner. Auch eine Lüge. Stimmt auch nicht, denn mittlerweile kann man Akkus zu einem Preis produzieren, dass man im Prinzip schon Preisparität erreicht hat zum Verbrennungsmotor, zum Verbrennungsantrieb. Man muss natürlich immer ein bisschen weiter denken als über den ganzen Lebenszyklus, denn schließlich spart man sich dann ja viel Energieressourcen, also unterm Strich hat man sogar weniger investiert. Weil mit dem Tod der Batterie stirbt das ganze Elektroauto. So, die nächste Lüge, auch da gibt es mittlerweile Beispiele, einfach zu finden im Netz. Wenn man den alten Akku zurückgibt, dann kostet das nicht so viel. Also dann müssen wir uns darum kümmern, wie entsorgen wir denn das ganze Ding jetzt? Und das ist die nächste Umweltkatastrophe. Ne? Es gibt heute kein Recycling. Falsch, Lüge, zum Beispiel Firma Düsenfeld, aber zig andere Entsorger können auch Lithium-Ionen-Akkus entsorgen, also recyceln. Nicht für Lithium, nicht für Kobalt. Die letzte Lösung ist, das wird zerschreddert und im Hochofen verbrannt. Im Hochofen verbrannt? Haha, also der ist Maschinenbauingenieur. Haha, er will Akkus in den Hochofen schmeißen. Super, schön, dort will man eigentlich diese Metalle, die da drinnen sind und den ganzen Dreck eher nicht haben. Und darum gibt's das LD-Verfahren, um dann zu viel Kohlenstoff und andere Stoffe, die man nicht haben will, im Roheisen wieder rauszukriegen, und der will das reinschmeißen. Er meint wahrscheinlich Müllverbrennung, aber er sagt Hochofen. Oh mein Gott! Eine Umweltsünde par excellence.
Tatsache ist, dass eine sachliche Diskussion nach wie vor kaum möglich ist in der Öffentlichkeit und dass dieses Thema polarisiert wie kaum ein anderes. Sachlich. Politik, Medien, jetzt war es nicht sachlich. Die E-Auto-Lobby sagen natürlich, das ist das Beste, das ist die Technologie. Die E-Auto-Lobby. Also, wo ist die E-Auto-Lobby? Das sind ein paar private und ein paar Initiativen. Aber die große Lobby, also unter einer Lobby verstehe ich was anderes, als ein paar so Spinner wie wir, die für die Elektromobilität sind. Also wenn, dann gibt es eine Verbrennerlobby, aber eine E-Auto-Lobby, Entschuldigung, wo ist die? Die hätte ich auch gern mal gesehen. Woran liegt das, dass die Konsumenten dieser angepriesenen Technologie weitgehend nicht folgen? Ja. Also, nächste Lüge. Der gesamte Kfz-Markt hat mittlerweile einen, also war vor der Corona-Krise minus 10% ungefähr und der Elektromarkt wächst jedes Jahr um ungefähr 40%, also gut, mehr sage ich nicht dazu. Der Konsument ist ein vernünftiger Mensch, er ist mündig. So, jetzt hat er halt ein Auto, Golf oder Astra, wurscht, kauft um 20.000 Euro, alle acht Jahre ein neues. Fährt damit Tag und Nacht, Sommer und Winter, Surfbrett am Dach, wenn es sein muss, Anhänger hinten dran, 1000 Kilometer und tankt dafür in 2 Minuten. So, da haben wir wieder den täglichen Use Case, 1000 Kilometer mit Surfbrett am Dach und Anhänger hinten dran, ja, die tägliche Fahrt. Und ich sage immer, es ist eigentlich wurscht, ob ein Elektroauto eine Reichweite hat von 300 oder 400 Kilometer, solange das Auto, das er jetzt hat, 1000 Kilometer weit fährt, interessiert es den Kunden nicht. Das heißt, der Kunde... Das wäre jetzt nur blöd, wenn dann E-Autos auf einmal mehr Reichweite hätten als Verbrenner. Herr Indra, dann wäre es gefährlich für den Verbrenner, oder nicht? Nein, Blödsinn. Kein Mensch braucht 1000 Kilometer am Stück. Das ist absoluter Bullshit. Sehr kritisch, vergleicht mit dem Auto, das er hat, und dann fällt natürlich das Elektroauto hinten wieder runter. Deswegen diese große Kaufzurückhaltung. Kaufzurückhaltung. Es gibt Leute, die warten ein Jahr auf ein bestelltes Elektroauto. Also es ist wirklich große Zurückhaltung, will niemand. Natürlich. Also das ist auch so ein Punkt. Wir sehen in den Zulassungszahlen nicht das, was die Kunden wollen, sondern was die Autoindustrie bereit ist zu liefern. Das sehen wir. Denn wenn es Verzögerungen um ein Jahr gibt, dann ist das bei Gott nicht der Käuferwillen. Warum wird denn so gefördert? Und zwar ist leider der Dieselskandal mit Schuld daran. Der Dieselskandal hat dazu geführt, dass die Regierung zur Autoindustrie gesagt hat, wir glauben euch nicht mehr. Ihr habt uns belogen. Jetzt sagen wir euch, echt? Wie die Zukunft ausschaut. Und dann gesagt, die Zukunft. Mühsam mussten einige vor Gericht erstreiten vor kurzem. Übrigens könnt ihr euch anschauen, da gibt es einen Kanal von Christian Solmecke, der arbeitet in mehreren Videos das Thema Schummeldiesel auf. Und jetzt endlich gibt es Entschädigungen, falls ihr auch betroffen seid, schaut euch das an, Christian Solmecke. Wie gesagt, Rechtsanwalt, super lustige Videos macht er und auch sehr informativ. Also mühsam mussten die Konsumenten sich das erstreiten. In den USA lief das ganz anders, da ist der Verbraucherschutz besser und nicht die Regierung hat da geholfen und gesagt, ihr bösen Autohersteller, ihr müsst jetzt den Konsumenten entschädigen. Die Zukunft ist elektrisch und wenn du jetzt ein Elektroauto baust und verkaufst, kannst du dafür andere Autos verkaufen, die ein bisschen mehr CO2 emittieren. Also er spielt auf den Flottenverbrauch an und man darf ja Elektroautos als Null-Emissionsfahrzeuge zählen, übrigens auch bestimmte Hybridfahrzeuge. Ja, darf man auch nicht ganz vergessen. Und das ist auf Wunsch der Autoindustrie passiert, nicht auf Wunsch der Konsumenten. Es nutzt dann nichts, wenn ich irgendwo was besser mache, wenn ich irgendwo anders auf der Welt etwas viel, viel schlechter mache. Und das hat leider die Regierung total übersehen. Man hat übersehen, dass das Erdöl bei uns von Bauern aus der heimischen Quelle, nein, das nicht das Erdöl, das ist Bio-Erdöl, wird dann in zertifizierten biodynamischen Raffinerien zu Treibstoffen verarbeitet, ohne weitere Umweltschäden, ganz klar. Also Erdöl, wissen wir, kommt aus der Tankstelle.
was jetzt die Autoindustrie gemacht hat, sie hat der Regierung geglaubt und hat gesagt, das Elektroauto ist sauber, Milliarden Investitionen für die Entwicklung. Das hat aber auch schon die Regierung gefördert. So, jetzt sitzt die Regierung da, weiß wahrscheinlich eh schon, wie viele andere auch, dass das Elektroauto keinen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Nein. Sitzt aber in dieser fürchterlichen Zwickmühle. Wie komme ich denn da wieder raus? Das Einzige, was Ihnen momentan einfällt, nachdem die Leute immer noch nicht zu kaufen, wie sich die Regierung das vorstellt, mehr fördern, mehr fördern. Sie haben gesagt, wie kommen wir aus dieser Zwickmühle heraus? Was würden Sie als Experte den Politikern denn raten? Nee, es ist ganz einfach. Schaut bitte. Also, jetzt muss ich mal was sagen. Das Problem sind die Flottenverbräuche. Und weil die Autos sollen ja weniger brauchen. Und über diese ganze Schummelei mit Nullemission von Hybrid und Elektro hat man der Autoindustrie eine Möglichkeit gegeben, ihre Flottenverbräuche schön zu rechnen. Auf Wunsch der Autoindustrie. Also, ich verstehe das nicht. Das will die Autoindustrie so. Nach China. Die chinesische Geschichte und das Elektroautomobil ist eine ganz besondere und ganz interessante. Als das Elektroauto ein bisschen so spruchreif wurde, haben die Chinesen gesagt, ha, jetzt fressen wir Europa und Amerika gleichzeitig und machen nur mehr Elektroautos. Und das haben natürlich die europäischen Autofirmen auch gehört, mit einem Grund. Nicht nur die Regierung ist schuld, sondern auch China. China. Die Chinesen, China ist neuerdings immer schuld. Sind uns ja strategisch meilenweit voraus. Nach 5 Jahren, nachdem es auch schlimme Unfälle gab mit Elektroautos, hat China gesagt, naja. Aha, eine Unterstellung, schlimme Unfälle mit Elektroautos, tja. Dazu muss man verstehen, dass diese zündteuren Batterien ja alle in China gemacht werden. Alle Batterien kommen aus China, ist natürlich totaler Bullshit. Denn wir wissen, Tesla ist der größte, mit Panasonic eben gemeinsam der größte Produzent von Akkus für Pkw. Dann ist zum Beispiel LG Chem, SK Innovation, die sind in Südkorea zu Hause. Und natürlich gibt es auch BYD, CATL und andere, die in China beheimatet sind. Aber es kommen nicht alle Akkus aus China. Nein, bei weitem nicht. Sie brauchen wahnsinnig viel Energie zur Herstellung. Fast 50% der ganzen Energie für ein Elektroauto dafür verwendet werden muss, nur um die Batterie herzustellen. Gut, 50%, das ist mal nur ein Prozentsatz. 50% von nix ist nix. Und 50%, ja, bei der Herstellung ist eben die Hälfte. Ja, eine Zahl. Aber wie schaut es über den Lebenszyklus aus? Das lässt der Herr Indra weg. Oder woher in China die Energie kommt, um die Batterie herzustellen. Noch was. Wie viel Prozent ist denn beim Verbrennungsmotor der Anteil für den Motor, den es in der Form ja im E-Auto nicht gibt? Also man müsste hier vergleichen. Einfach eine Zahl reinwerfen, 50%, das ist beliebig. Klingt aber nach viel. 50%, aber es ist die Hälfte. Die kommt aus den schmutzigsten, dreckigsten Kohlekraftwerken, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Und China baut weltweit am meisten PV und Windenergie dazu. Am meisten. Also sie sind dort absolut Vorreiter. Natürlich, die nehmen nach wie vor kalorische Kraftwerke in Betrieb. Aber sie sind auch absolut Vorreiter bei erneuerbaren Energien, zumindest was den Zuwachs betrifft. Da sagen die Befürworter, ja, das stimmt schon, wenn sie in China erzeugt werden, aber wenn es bei uns erzeugt werden, die Batterien, ist das ja wesentlich CO2-ärmer. Mein Gott, die leben alle am Mond. Die Chinesen waren so clever, dass sie sich vor 10 Jahren schon alle Schürfrechte im Kongo und in Chile gesichert haben, wo das meiste Lithium und das Kobalt, was man unbedingt braucht. Weil in China werden diese Zellen, diese Batteriezellen gefertigt und die können sie natürlich am billigsten herstellen. Natürlich. Das heißt, wenn jetzt ein Europäer versucht... Tesla mit Panasonic ist billiger und jetzt mit CATL in China. Ah, ist schon wieder China, böses China. Auch Batteriezellen zu machen mit Kobalt und Lithium, hat ein Riesenproblem, das sind die Kosten. Die Chinesen können das natürlich viel billiger machen. Übrigens, kleine Anmerkung, die USA dürfen kein Kobalt aus dem Kongo einführen und damit
gibt es auch kein Kobalt aus dem Kongo in den Akkus von einem Tesla. Und ja, bei VW ist es, glaube ich, genauso. Die meisten verpflichten sich, da auf saubere Quellen zurückzugreifen. Also ganz sicher sauberer als das, was wir in unsere Tanks hinein tanken, um es dann zu verbrennen. Ein Elektroauto im Betrieb hat eben keine Abgase, sagt man, und verdrängt dabei, dass für die Erzeugung der Batterie eben diese seltenen Rohstoffe, diese seltenen Erden gebraucht werden. Und da sind sie, die seltenen Erden. Ich wusste, sie kommen. Ja, da sind sie, so hören wir das an. Dass dabei die Umwelt, Mensch, Landschaft, Tier massiv belastet wird. Das schauen wir uns jetzt kurz an. Schauen wir uns das an, bitte. Das will ich auch sehen. Ob Lithiumgewinnung in Südamerika oder Kobaltabbau in Afrika. Ja. Die Batterieproduktion ist die schmutzige Seite der scheinbar sauberen Technologie. Wie gesagt, die gleichen Batterien, Akkus sind in allen möglichen Geräten. Und belastet die vermeintlich gute Ökobilanz von Elektroautos massiv. Auch wenn nach Alternativen gesucht wird. Aktuell führt kein Weg an den seltenen Rohstoffen vorbei. Lithium? Also ich gehe jetzt nicht auf Wikipedia, um nachzusehen, das wievielte Element in der Reihenfolge der Häufigkeit Lithium ist, aber Lithium ist bei Gott nicht selten. Nein, Lithium ist nicht selten und wird mittlerweile in Australien im Tagbau in großen Mengen abgebaut. Das hat auch dazu geführt, dass die Preise ziemlich gepurzelt sind. So nebenbei. Dabei sprechen Experten von enormen Umweltbelastungen bei der umstrittenen Lithiumgewinnung aus Salzseen in Chile und Bolivien. Beim Kobaltabbau in Afrika werden neben Umweltschäden teils katastrophale Arbeitsbedingungen. Das übrigens, ja, das gibt's. Das ist illegaler Abbau, das muss man dazu sagen. Dieser händische Abbau ist nicht genehmigt, ist illegal. Tja, und auf der anderen Seite, das ist immer so ein großes Problem. Wenn man diesen Leuten diese Möglichkeit wegnimmt, nimmt man ihnen nochmal eine Erwerbsmöglichkeit weg. Das ist das Gleiche bei Billigkleidung. Es hilft nicht, wenn wir die Billigkleidung nicht mehr kaufen, sondern wir müssten vor Ort faire Löhne zahlen, dann wäre das Problem gelöst. Es hilft nichts, wenn wir dort nichts mehr kaufen, dann haben die Leute dort noch weniger. Ja, und Schulbildung wäre wichtig. Das heißt, am besten wäre Schulbildung, wo es Essen gibt in der Schule, dann kommen die Kinder. Ja, dann schicken es die Eltern nämlich hin, die Kinder. Bedingungen in Kauf genommen. Immer wieder erschüttern Berichte von Kinder- und Zwangsarbeit. Erst im Vorjahr hat deshalb eine US-Menschenrechtsorganisation eine Sammelklage gegen Tesla und andere Technikriesen eingereicht. Es ist relativ neu, dass es keine Kinderarbeit mehr gibt. Also bei uns auch war bis vor wenigen Jahrzehnten war es ganz normal, dass Kinder arbeiten. Das ist weltweit auch normal, ist sicher nicht als ideal anzusehen, aber das ist nicht so etwas, wo wir, das, wir die Europäer, bei uns gibt es keine Kinderarbeit. Ja, seit wie vielen Jahren? Sie sollen durch den. Ja, und übrigens, warum gibt es bei uns keine Kinderarbeit? Weil wir die anderen Kinder arbeiten lassen, weil wir die anderen Länder ausbeuten. Deswegen geht es uns besser, nicht weil wir so viel fleißiger sind. Den folgenschweren Kobaltabbau eines der ärmsten Länder der Welt ausnutzen. Es scheint, dass für den Ausbau einer vermeintlich umweltfreundlichen Mobilität in den Industriestaaten Nachhaltigkeit und Kobalt Menschlichkeit aus dem in der Kongo dritten Welt in Tesla auf der Strecke bleiben. Ständig sieht man Teslas. Das ist eine glatte Lüge. Herr Professor Indra, wenn man die großen Autokonzerne auf dieses Thema anspricht, auf die schädliche Gewinnung dieser Rohstoffe, um die Batterien herzustellen, dann distanzieren sie sich, zumindest auf Nachfrage, immer mehr davon. Die Autoindustrie versucht, Rohstoffe aus besseren Quellen zu beziehen und dann wird das gegen die Autoindustrie ausgelegt. Dass wir bis in 10, 15 Jahren alle auf Elektroautos umsteigen, dann würde man ja noch ein Vielfaches dieser Rohstoffe brauchen. Wie soll sich denn diese Rechnung ausgehen? Ja, die geht sich natürlich nie aus. Lüge, wurde schon nachgerechnet, genug Rohstoffe sind da. Und die Regierung hat natürlich dieses Problem Rohstoffe überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, als sie beschlossen hat, wir fahren elektrisch. Und sie haben ja auch gesagt, das Elektroauto ist sauber. Und es ist natürlich überhaupt nicht sauber. Es schleppt zunächst diesen riesen Rucksack mit, der aus China kommt. Das Klima ist global.
Wir müssen also, wenn wir ein Produkt machen, global schauen und nicht national. Ja, da schauen wir zum Beispiel, wo das Erdöl herkommt und was dort passiert. Nein, das schauen wir jetzt nicht hin. Nein, Professor Hindra, Erdöl ist sauber. Und dort wird in China der große Dreck emittiert. Und jetzt kommt die berühmte Geschichte, wo kommt der Strom her? Der Strom kommt aus der Steckdose. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie schaut denn der Strom aus, der aus der Steckdose kommt? Mhm. Das Elektroauto ist ein zusätzlicher Energieverbraucher. Da wäre ich jetzt vorsichtig, denn bei der Herstellung von Treibstoffen wird auch ganz schön viel Strom verbraucht. Also es ist ein gewisser zusätzlicher Verbrauch, das ist richtig. Aber es fällt auch woanders was weg. Und der normale Durchschnittsstrom errechnet sich aus Windkraft, aus Wasserkraft, aus Atomkraft, aus Kohlekraftwerken. Das heißt, zusätzlicher Strom kann nur aus kalorischen Kraftwerken kommen. Kann nur aus kalorischen Kraftwerken kommen. Kann nur. Merkt euch das endlich. Zusätzlicher Strom kann nicht aus PV, Wind und Wasserkraft kommen. Unmöglich, das geht nicht. Hallo? Ich frage mich nur, wie die Zuwächse auf dem Sektor zustande kommen. Hä? Kommen. Weil wir keinen überschüssigen, leider keinen überschüssigen, sauberen Strom haben. Das heißt, das Elektroauto ist auch im Betrieb ganz schlecht. Und wenn man es vergleicht, fair vergleicht mit mit dem aktuellen Strommix, ist es jetzt schon deutlich sauberer als ein Verbrenner. Ja, Herr Professor Indra, da kennen Sie offensichtlich die Berechnungen nicht. Verbrennern, mit modernen Verbrennern scheidet es auch da schlechter ab. Es gibt momentan keine Alternative zu Lithium-Ionen. Und solange wir. Das ist mir aber auch neu, dass da keine Alternative gäbe. Warum wird dann am Festkörper-Akku geforscht? Der kann gar nicht funktionieren. Scheiße, die geben da Geld aus. Oh, Entschuldigung. Wir mit dieser Batterie leben, und das werden wir noch lange, lange tun. Sie wissen sicher genauso gut wie ich, dass ja 80-90% der Kunden ja gar nicht der Otto-Normalverbraucher ist. Firmen, Kommunen, juristische Personen. So, wenn aber jetzt, wer auch immer, VW oder BMW hält sich Gott sei Dank eher ein bisschen zurück, so viele Elektroautos verkaufen wollen, wie sie planen und was sie immer sagen, dann müssen sie an den Einzelkunden ran. Ich glaube, da haben sich die alle noch nicht den Kopf drüber zerbrochen. Das Einzige. So, da muss ich einhaken, denn ich kenne, glaube ich, den Otto-Normalverbraucher recht gut über die vielen Kunden, die bei uns anfragen. Und ich muss sagen, sind durch die Bank ziemlich viele Pensionisten dabei. Also auch nicht die reichsten Menschen, die leisten sich das, weil ihnen das was wert ist. Und die rechnen auch, was ihnen wirklich das Auto kostet. Also, und die wollen das eben haben. Also am Ende kauft sich jeder das, was er haben will, natürlich auch das, was er sich leisten kann. Und viele können sich kein E-Auto leisten, aber die können sich auch keinen neuen Verbrenner leisten. Das vergisst der Herr Professor da. Was sie momentan machen, immer mehr und mehr fördern. Was ist denn das für ein Produkt, das man nur mit immer mehr und mehr Förderung verkaufen kann? Ja, warum hat Diesel weniger Steuer, obwohl es mehr Energieinhalt hat? Der Diesel wird gefördert, das muss ein schlechtes Produkt sein. Ja, jetzt ergibt es aber einen Sinn. Gerade in dieser Krisenzeit ist es schrecklich. Man kann nur hoffen, dass die österreichische Regierung etwas cleverer ist, als die Deutschen das gemacht haben. Und diese vielen Gelder, die da verschwinden, das sind ja alles Fördergelder, sind ja alle nutzlos. Irgendwo anders hin tun, wo es in dieser Krisenzeit viel sinnvoller wäre. Im Moment schaut es aber nicht danach aus, denn auch jetzt in der Corona-Krise. Pauschal, Förderungen hier sind schlecht, geben wir es woanders hin. Ich habe zwar keine Idee, wohin, aber ich sag mal, hier ist es nicht gut. Krise, sagt die Regierung, gerade jetzt und noch mehr liegt die Zukunft im Umstieg auf E-Mobilität. Ja, die Linke hat leider völlig falsch. Ne? Die denken nicht an den Kunden. Das ist immer wieder in diesen zahllosen tausenden Artikeln, Reportagen, ist nie vom Kunden die Rede. Ich weiß nicht warum, aber ich bin wohl einer der ganz wenigen. Paradox in Deutschland war, dass zum Schluss die SPD
die ja immer mehr für die Industrie ist, für die Arbeitsplätze, das Thema Förderquote zum Kippen gebracht hat. Das heißt, noch mehr fördern. Haben nicht bedacht, dass du damit die Autoindustrie gar nicht mit auf Schwung kriegst. Weil mit Elektroauto kann man kein Geld verdienen und die Mini-Stückzahlen, damit kann man die Wirtschaft nicht ankurbeln. Ankurbeln. Mini-Stückzahlen. Ich empfehle zu schauen, wie viel E-Autos Tesla letztes Jahr gebaut hat. Also, tja, Mini-Stückzahl. Wir sind jetzt, sind wir schon bei 1 Million E-Autos pro Jahr. Das wäre schon fast 1% Weltmarktanteil. Ich glaube, wir sind sogar schon drüber, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt sind wir dann, glaube ich, bald bei 10 Millionen E-Autos auf der ganzen Welt. Naja, keine Ahnung. Ist im Prinzip vollkommen egal, denn die Zuwächse sind es. Es geht nicht um die absoluten Zahlen und das ist das große Problem, das der Herr Indra hier hat. Er sieht das nur in absoluten Zahlen und nicht in Zuwächsen. Und wenn ein Markt um 35-40% jährlich wächst, das ist eine Exponentialfunktion, dann geht es irgendwann richtig rasch. Kann man sie nur, wenn man die Wirtschaft in der bekannten Form wieder subventioniert. Aber das geht den Grünen oder wem auch immer so gegen den Strich, wenn man jetzt wieder das normale Verbrennerauto irgendwie fördern sollte. Aber es wird nichts anderes überbleiben, weil anders kriegt man die Wirtschaft nicht in Schwung. Auch ein interessanter Side-Fact, also die Grünen sind wirklich nicht die, die das E-Auto pushen. Zumindest nicht in Deutschland. Also die Grünen sind nicht für Autos und damit auch nicht für E-Autos. Also die Angst vom Herrn Indra ist unbegründet. Dass die Grünen das E-Auto pushen, die pushen keine Autos. Täuscht mich der Eindruck, dass das so ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit ist, dass wenn Regierungen gewisse Dogmen vorgeben, wir haben es eigentlich in den vergangenen Wochen bei der Corona-Krise gesehen, dass Kritiker teilweise mundtot gemacht werden sollten, dass man die gar nicht zur Diskussion eingeladen hat. Ich habe nach einem großen Interview mit Professor Bhakti erlebt, dass wochenlang Menschen und vor allem sehr viele Ärzte mir geschrieben hat, sie sehen das genauso, aber sie können es in der Öffentlichkeit nicht sagen. Ich habe den Eindruck, beim Thema E-Mobilität ist es genauso. Sie sind einer der wenigen Experten, die sich in der Öffentlichkeit das sagen. Das gefällt mir jetzt besonders. Herr Dr. Wegscheider bricht eine Lanze für den einzigen Kämpfer für die wahre Gerechtigkeit bei der Antriebstechnologie, Professor Fritz Indra. Der einzige, der sich sagen traut, E-Autos sind schlecht, das habe ich noch nie irgendwo gesehen, in der Presse, nirgends, absolut nirgends, nein, das steht faktisch nirgends. Das sind komplett neue Informationen. Also alle diese Dinge, die mir hier erzählt werden, die habe ich noch nie irgendwo gehört, gesehen, gar nicht, überhaupt nicht, nein. Also bis jetzt habe ich nur gelesen, E-Autos sind super, die sind echt, die gesamte Presse schreibt doch nur, die brennen nie und das mit den Rohstoffen ist kein Problem und Strom ist genug da und die Autos sind sicher und komfortabel und sauber und leise. Die schreiben nur gute Sachen. Recycling der Akkus, kein Problem. Alle schreiben, das E-Auto ist super gut und in Wirklichkeit ist es ganz böse. Und der Herr Professor Indra ist der Einzige, der sich das sagen traut. Der Einzige. Weltweit. Inklusive dem Herrn Wegscheider. Trauen und diese neue Technologie kritisieren. Viele Experten halten... Neue Technologie, was haben wir gelernt? Es gab zuerst E-Autos, dann Verbrenner. Sich da auffallend zurück. Warum ist das so? Ich muss Ihnen jetzt ein Kompliment machen. Sie sind der erste Fernsehsender, der mich überhaupt einlädt, um das zu diskutieren. Das ist genauso, wie Sie sagen. Sehr gerne. Und deswegen ist es gut, dass wir heute einmal offen über das Thema reden können und die Leute ein bisschen mehr informieren, was hinter diesem ganzen Thema Elektromobilität wirklich steckt. Herr Professor, Sie haben zuvor angesprochen, es gibt ja verschiedene Segmente, wie der Konsument E-Mobilität nützen könnte. Vom kleinen Stadtflitzer über Mittelklasse-Autos bis hin zu Nutzfahrzeugen. Sehen Sie da eins dieser Segmente, wo die E-Mobilität in Hinkunft, in mittlerer Zukunft doch Sinn machen könnte? Oder sagen Sie, das ist für den gesamten Bereich eher sinnlos? Also bei den kleineren Autos für den Start. Zulieferdienste könnte man vielleicht noch diskutieren. Der Herr Tesla, also der Herr Elon Musk,
der hat ja wirklich etwas geschafft, was phänomenal war, nämlich dem Elektroauto ein reichen Image mitzugeben. Und wenn hier da jetzt irgendwo in Grinzing einer aussteigt aus einem Tesla, schaut er meistens so herum und schaut auf die Leute, die jetzt denken, ein Ferrari oder ein Maserati hat er sicher auch noch in der Garage, wenn er sich einen Tesla leisten kann. Der Herr Musk hat es wirklich geschafft, diesem Auto ein Image mitzugeben, und er ist ja sowas von clever. Heute ist ja eigentlich Deutschland das gelobte Land der Elektromobilität. Es ist nicht mehr China. China hat die Förderungen zurückgefahren. Die Elektromobilität ist sofort zusammengebrochen. Sofort zusammengebrochen. Es konzentriert sich jetzt alles auf Deutschland. So, da muss ich gleich was dazu sagen. Ja, China hat die Förderungen gekürzt, um die Industrie wettbewerbsfähiger zu machen, denn das Problem ist immer, wenn man viel fördert, dann gibt es nicht so viel Innovation, dann gibt es nicht so viel Kosteneinsparung und dann wird man, was den Weltmarkt betrifft, weniger konkurrenzfähig. Das war der Grund. Man hat trotzdem noch Elektroautoquoten, man hält daran fest. Wie viel sie jetzt aktuell sind, weiß ich gar nicht, müsste ich mal wieder ansehen. Aber China hat nach wie vor den Plan, auf Vollelektro umzustellen. Man hat einfach nur die Subventionen ein wenig gekürzt, aber das heißt deswegen noch lange nicht, dass die Strategie eine andere ist. Das ist sogar eher hilfreich. Also zu viel subventionieren ist auch nicht gut. Mit diesen Förderungen, und der Elon Musk hat das schon wieder erkannt und baut jetzt in Deutschland das Werk. Und das Schlimme ist, dass das die Regierung mit Begeisterung, der wurde sofort willkommen geheißen, hat Herr Musk sowieso alles genehmigt, kämpft man noch ein bisschen mit den Grünen da oben, aber es schaut so aus, dass das was wird. Das heißt nichts anderes, als die Regierung eigentlich dem Herrn Musk mehr zutraut als der ganzen deutschen eigenen Autoindustrie. Und das finde ich fürchterlich. Ja, das finde ich auch fürchterlich, dass die deutsche Autoindustrie es nicht schafft. Das ist jetzt, jetzt wird es richtig satirisch, finde ich, wenn der Herr Indra erkannt hat, dass die deutsche Autoindustrie nicht in der Lage ist, das zu tun, was Tesla kann. Und das ist leider, und das ist wirklich, eigentlich, es ist ja gar nicht zu lachen. Also ich lache hier, aber ich lache eigentlich gar nicht, sondern es ist einfach, man weiß gar nicht mehr, wie man reagieren soll. Es ist einfach nur mehr, es ist lächerlich, aber nicht lustig. Und das kann man dem mündigen Bürger nicht ausreden, dass er plötzlich nur mehr Auto kauft, das 200 oder 300 oder vielleicht nur 100 fährt. Und was man 100. auch sagen sollte, das wird natürlich in diesen 100 Kilometer. Neue E-Autos 2020 und 100 Kilometer Reichweite. Berichten alles nicht mehr erwähnt ist, dass das Elektroauto nichts mehr wert ist. Nach diesen 8 Jahren, wenn die Batterie kaputt ist, haben wir eh schon besprochen. Also ich empfehle dem Herrn Indra die Videos von Uwe Kröger, der einen Tesla, Baujahr glaube ich 2013, mit über 300.000 Kilometer gekauft und wieder verkauft hat. Also was das Auto gekostet und was es noch erlöst, was er noch erlöst hat. Ja, die Autos sind wirklich nichts mehr wert. Weil kein Kunde mehr noch einmal den halben Neupreis investieren will. Ich war mal bei meinem Mercedes-Händler und da gab es einmal die Mercedes B-Klasse, die gab es auch rein elektrisch. Übrigens Tesla-Technik drinnen, aber so kastriert, dass man damit nicht an den Supercharger konnte, und Mercedes wollte das so. Extra kleiner Akku, extra wenig Ladeleistung. Und extra nicht Gleichstrom schnellladefähig. Absicht von Mercedes, Absicht, nicht weil es Tesla nicht gekonnt hätte. Das sagt er nicht, der Herr Indra. Kostet 42.000 Euro. Jedes Auto, das am Markt ist, hat auch eine Ersatzteilpreisliste. Da steht drinnen, die Batterie kostet 21.000 Euro. Auflösung, da kommen die 50% vom Neupreis her. Ja. Neue. Die Hälfte. Hälfte von Hälfte. Stimmt. Der Herr Wegscheider kann rechnen. Das heißt, das Kapital ist putsch, das Auto muss entsorgt werden und das ist die nächste große Umweltlüge. Ich schätze ja da am Herrn Wegscheider seine kritische Art bei diesem Interview. Also so richtig, er bohrt richtig nach. Ja? Also wirklich, das ist
So geht Journalismus. Wenn wir alle umsteigen, wo soll denn der Strom herkommen? Aus den kalorischen Kraftwerken. Ja. Es ist dieser Wunschtraum, dass wir nur mehr sauberen Strom haben, der ist natürlich illusorisch. Auch empfehle ich hier dem Herrn Professor Indra, sich mal anzusehen, wie viel Zuwachs wir bei erneuerbaren Energien hatten und die Regularien schaffen dafür. Es gibt Zeiten, schauen Sie mal, dass im Herbst, da ist 4 Wochen und Nebel, geht die Solartechnik nicht und Wind bläst auch keiner. Also nur weil es im Herbst nicht funktioniert, funktioniert es das ganze Jahr nicht. Das ist auch interessant. Also dieses ewige Argument, man kann nicht alles damit machen, deswegen machen wir gar nichts, das ist das dümmste Argument ever. Und irgendwann werden wir überall Akkus und andere Speicher haben und dann wird alles elektrisch laufen. Und noch was, das Elektroauto wird hier als großer böser Stromverbraucher in der Dunkelflaute jetzt genannt. Die Wärmepumpen sind hier das viel größere Problem, aber die haben eine Lobby und da wird weiter fleißig ausgebaut. Solche Kraftwerke machen, sollen natürlich modern sein, sollen auch Gaskraftwerke sein und nicht so alte Kohlekraftwerke. Logisch. Gaskraftwerke. Also, Gaskraftwerke sind so teuer, dass man damit auf keinen Fall Grundlaststrom erzeugen kann, ja? Sondern maximal Spitzenstrom und selbst dort rechnen sie sich nicht mehr. Also Gaskraftwerke sind sowieso outdated sozusagen. Also, sollte er wissen, der Herr Indra. Naja, weiß er nicht. Egal. Fischerweise. Aber wir brauchen immer. Er ist ja Motorenpapst und nicht Kraftwerkspapst. Zusätzlichen Strom? Aber zumindest in Europa haben wir sinkenden Stromverbrauch und die 15% mehr, die wir brauchen, wenn alle elektrisch fahren, das schaffen wir auch noch irgendwie. Und der Traum und von der heilen Welt, den können wir dann nachher beschreiben. Aber was ist denn mit dem Gaskraftwerk? Das ist auch schmutzig? Nein, das ist ja sauber eigentlich, das Gaskraftwerk. Also der Strom aus dem Gaskraftwerk wäre ja super, ist nur wahnsinnig teuer und damit nicht konkurrenzfähig gegenüber PV und Wind. Besprechen, wie man das am besten wirklich macht, dass man zu einem Verkehr kommt, der CO2-neutral ist. Die Kritiker der E-Mobilität führen auch wieder ins Treffen, dass Batterien sich natürlich bei kalten Temperaturen anders verhalten und dass sich generell E-Autos im Winter anders verhalten. Temperaturen haben ein Fenster, ein Temperaturfenster, wo sie besonders gut oder besonders schlecht sind. Okay. Was ganz schlecht ist, sind hohe Temperaturen. Sie werden es nicht glauben, wenn Sie einen Tesla in Kalifornien einen Sommer lang bei 70 Grad, so hot fühlt bei dem Auto, stehen lassen, gilt die Batterie als kaputt, ohne dass der einen Meter gefahren ist. In Kalifornien hat es 70 Grad, weil es in der Fahrgastzelle 70 Grad bekommen kann. Übrigens, wenn man einen Tesla ein Jahr lang stehen lässt, ist der Akku wirklich kaputt durch Vampirverlust und dann irgendwann, wer macht sowas? Kein Mensch lässt ein Auto, ein E-Auto herumstehen, ohne es an den Strom anzuschließen. Und was soll der Blödsinn? Ja, wenn ich einen Verbrenner irgendwo hinstelle, wo es ihm nicht gut tut, ist er auch kaputt. Wo es, was weiß ich, die Luftfeuchtigkeit zu groß ist. Keine Ahnung, irgendwas gibt es sicher. Fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber was ist denn das für ein blödes Argument? Das heißt, wenn ich sie hinlege, altern sie. Und das ist stark abhängig von... Einen Verbrenner, den man ein Jahr nicht startet, das tut ihm auch nicht gut. Von der Temperatur und B vom Ladezustand. Das heißt, wenn ich ein Auto voll beladen, geladen, hinstelle in die heiße Sonne, ist es ganz schlecht. Das ist deswegen richtig. Deswegen schreiben auch manche Batteriehersteller, also Autohersteller, das Elektroauto bitte nicht in der prallen Sonne stehen lassen, sondern in eine Tiefgarage stellen. Hä? Welcher Autohersteller sagt, man darf das Auto nicht in die Sonne stellen? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Also das ist das eine Extrem, dass die Batterien altern, und zwar viel schneller, als man denkt. Wenn sie dauernd benutzt werden, wie in Hybridautos, halten sie länger. Aber in reinen Batterieautos ist es ein echtes Problem. Und also wenn sie dauernd benutzt werden, wie in einem Hybridauto, dann halten sie länger, aber in einem E-Auto halten sie nicht so lang, weil sie dort nicht benutzt werden. Aber wie fährt das E-Auto, ohne den Akku zu benutzen? Winter ist natürlich auch eines. Ne? Da muss man sich halt dann die Fäustlinge anziehen und die Pelzkappe aufsetzen. Damit. Hier empfehle ich mein Video,
Ich habe das getestet, wie der Stromverbrauch der Heizung im Winter ist. Da habe ich ein Video gemacht. Ich gebe euch das, glaube ich, unten in die Videobeschreibung rein. So ein bisschen weitergeht. Aber warum soll denn ein Mensch auf das alles verzichten? Ja. Heute schaltet die Klimaanlage ein, die Heizung, da fährt alles genauso weit. Genauso. Eingang schon von. Fährt genauso weit. Ich kenne viele Autos, die brauchen einen halben Liter bis ein Liter Sprit mehr, wenn die Klimaanlage läuft. Ja, mit der Abwärme im Winter ist es nicht so das Problem, denn der Motor produziert sowieso zum größten Teil Wärme und zum kleinsten Teil Vortrieb. Also Wärme ist da genug für die Innenheizung da. Aber was ist denn das wieder für ein schwachsinniges Argument? Also, wie ist es denn überhaupt mit dem Thema Sicherheit, mit dem Thema Unfälle und mit dem Thema Entsorgung? Naja. Also was mir wirklich besonders gefällt, ist, wie der Herr Wegscheider nachbohrt. Ja? Das Thema Unfälle ist ein problematisches, immer. Weil wenn man sich in so ein Elektroauto hineinsetzt, setzt man sich jetzt einmal auf eine Fläche, das ist eine chemische Fabrik. Und die geht inzwischen bis 1000 Volt. Der neue Porsche Elektro hat fast 1000 Volt. Ah ja, 800, aber egal. Die natürlich auch elektromagnetische Strahlen abgibt. Und eine Batterie gibt elektromagnetische Strahlen ab. Eine chemische Fabrik, die elektromagnetische Strahlen abgibt. Das ist jetzt richtig esoterisch. Es gibt auch schon Untersuchungen, ob denn das überhaupt so wirklich gesund ist, wenn man sich auf so eine riesige Fläche... Nein, ich finde, es ist auch viel gesünder, Auspuffabgase einzuatmen. Das ist sicher viel gesünder, ja. Das stimmt. Hier sitzt mit diesen hohen Spannungen und Stromstärken. Oh, hohe Spannungen und Stromstärken. Es ist zwar Gleichspannung und Gleichstrom im Akku, also das ist ein lächerliches Magnetfeld, das noch dazu nicht mal wechselt. Es ist gar kein Wechselmagnetfeld, aber gut, okay. Theoretisch dürfte so ein Elektroauto gar nicht zugelassen werden, nach europäischen Richtlinien, weil es nicht die Vorschriften eines Recyclings erfüllt. Nicht. Es gibt Vorschriften, egal ob es wieder eine Waschmaschine ist oder ein Auto, wie viel Prozent beim Recycling wiedergewonnen werden kann oder muss. Jetzt ist ja jetzt eine, also ich verweise wieder auf die Firma Düsenfeld, die können über 90% oder über 95% von einem Lithium-Ionen-Akku recyceln. Und dann sind natürlich auch alle Smartphones, Tablets, Laptops, Akkuschrauber, E-Bikes, E-Roller, alles illegal, dürfte man alles nicht auf den Markt bringen, denn die Akkus kann man nicht recyceln. Und das erfüllt das Elektroauto nicht. Also das ist ein anderes... Also jetzt wüsste ich gern, ob der Herr Dr. Indra, nein, Doktor ist er nicht, der Herr Professor Indra, ein Smartphone hat. Das ist nämlich illegal. Illegal, dieses Smartphone, kann man nicht recyceln. Ganz heißes Thema, das verschwiegen wird, da spricht keiner drüber. Irgendwann wird man schon irgend sowas erfinden. Es gibt so Pilotanlagen, ich glaube in Holland steht eine, die tut sich beschäftigen mit den kleinen Akkus, glaube ich, von den Handys und so. In diesem grünen Buch steht drinnen, die Entsorgung sei kein Problem. Die alten Batterien, Autobatterien, könnte man dann für Haushaltsbatterien weiterverwenden. Das ist eine Wunschvorstellung. Eine Wunschvorstellung. Also, zu dieser Wunschvorstellung empfehle ich eine kurze Internetrecherche zum Thema Second Life. Das wäre also zweites Leben. Und da gibt es wunderbare, mittlerweile wirklich wunderbare Projekte. Ja, also... Und es muss ja nicht im Haus sein, kann man ja in einem Container irgendwo im Netz. Leuten, dass man diese Batterien dann, wenn sie so 20-30% ihrer Kapazität verloren haben, damit gelten sie als Verbrauch, dass man die woanders nutzt. Damit gelten sie als Verbrauch. Nach 8 Jahren ist ja der Akku komplett kaputt, hat er gesagt. Und jetzt sagt er, dass dann 20-30% Kapazität verloren gegangen sind. Also wenn ich ein E-Auto habe, das 500 Kilometer vorher hatte, Reichweite hat es jetzt 400 und damit ist es natürlich Schrott, gehört sofort vernichtet, denn damit kann man nicht mehr fahren. Also das ist jetzt klar. Und also so ein Schwachsinn. Aber wer hat denn schon ein Haus? Wer hat denn schon einen Keller? Wer hat ein Haus? Wer hat einen Keller? Infrastruktur im Haus. Wer hat ein Haus? Wer hat einen Keller? Also das ist Satire. Jetzt weiß ich, die meinen das nicht ernst. Das ist eigentlich, das ist eine Satire-Sendung. Jetzt habe ich es verstanden. Was die Sie dann brauchen, um so eine alte Autobatterie weiterzuverwenden,
Das ist auch ein großes, großes Wunder. Und funktioniert nur im Keller, ja? Also muss man auch dazu sagen, nur im Haus, nur im Keller. Denken. In Österreich haben wir jetzt eine Regierung, in der auch die Grünen sind, die eben die E-Mobilität sehr forcieren. Das kaufen ja fast nur die Firmen, die Elektroautos teilweise echt günstiger bekommt als beim Kaufpreis. Als mit. Also ich erlebe das eher so, dass vor allem sehr viele Privatpersonen E-Autos kaufen. Dem Verbrenner. Wenn ich jetzt gesamtheitlich denke und zusammenfassen darf, heißt das, Ihr Fazit ist, die Zukunft ist zumindest die nahe und mittlere Zukunft doch der Verbrenner? Ja, es lohnt sich immer wieder ein Blick nach China. Wir haben es schon mehrfach angesprochen. Die Chinesen haben es anfänglich genauso gemacht. Nur, die Chinesen sind uns etwa 5 Jahre voraus. Das sind neue Verbrennungsmotoren, die schauen sehr ähnlich aus, haben deutlich bessere Wirkungsgrade. Deutlich bessere Wirkungsgrade. Also eine glatte Lüge. Der Verbrennungsmotor ist ausgelutscht. Da geht noch irgendwas in der zweiten Kommastelle beim Wirkungsgrad. Also sorry, das ist eine Lüge. Gerade. Und die werden jetzt nicht mehr mit Diesel oder Benzin oder Erdgas betrieben, sondern mit diesen neuen synthetischen Kraftstoffen. Da sind die sie. Die man sehr Zünchen gut aus Wasserstoff herstellen kann. Und aus das ist die neue Route. Also Wasserstoff im als Antrieb, weil im Brennstoffzellenauto ist ineffizient, hat vorhin der Herr Professor gesagt, weil man dafür Strom braucht, viel Strom für die Produktion des Wasserstoffs und dann ist noch der Wirkungsgrad schlecht. Aber wenn man Wasserstoff benutzt, um Synthfuels zu erzeugen, dann braucht man auf einmal keinen Strom und der Wirkungsgrad ist nicht schlecht. Okay, gut. Die Chinesen gehen und das ist die einzige Route, die auch der Rest der Welt gehen wird, weil der Kunde merkt nichts davon. Das ist ein Kraftstoff, der nimmt bei der Herstellung CO2 aus der Luft weg. Wenn er verbraucht wird, kommt natürlich hinten wieder was raus. Aber in Summe ist damit das Verbrennerauto absolut sauber. Genau diesen Weg. Weil ja bei einer Verbrennungskraftmaschine nur CO2 produziert wird, keine Partikel, kein NOx, keine unverbrannten Kohlenwasserstoffe. Nein, die Probleme gibt es ja alle gar nicht. Nur CO2, alles andere ist ja vollkommen sauber. Wie konnte ich das nur vergessen? Ja, das ist Propaganda. Und der Konsument wird nichts merken. Nein, er wird nicht bemerken, dass sein Sprit auf einmal den 5-fachen Preis hat. Denn das sind so die Schätzungen, was Synfuels Minimum kosten werden. Es geht jetzt China. Und sie können diesen Kraftstoff verwenden in Schiffen, in Flugzeugen, in PKWs, in LKWs. Herr Professor, ich sage vielen Dank. Danke für dieses Gespräch auch. Und danke für Ihre sachlichen Informationen. Hoffentlich haben Sie auch viel gelernt. Und ja, hoffentlich. Ich auch. Also ich muss sagen, ich habe auch sehr viel gelernt, wie man mit Lügen und Propaganda etwas behaupten kann, was einfach nicht stimmt, um etwas zu pushen, was sowieso stirbt, der Verbrennungsmotor. Ja, das habe ich gelernt. Und dass man so einem alten Herrn nicht alles glauben sollte, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, dann kommt man recht schnell drauf, dass da nicht nur Denkfehler drin sind, sondern glatte Lügen. Ja. Du siehst ja auch. Wir beide werden dafür von der E-Automobil-Lobby die übliche... gekreuzt. Wieder mal, die E-Automobil-Lobby, bitte. Wo? Wo ist die Lobby? Das sind einzelne Personen, Verbände, private Initiativen. Also das sind lauter Leute wie du und ich, die dafür kämpfen, dass unsere Welt sauberer wird. Und das ist jetzt die Lobby. Wir sind die E-Auto-Lobby. Ja. Yeah. Kritik und Einstecken und werden gekreuzigt. Das macht aber nichts. Das nehmen wir in Kauf, wenn wir Sie eine Dreiviertelstunde sachlich informieren konnten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viele Schauen. So, ja, ich bedanke mich auch sehr fürs Zuschauen. Und ja, was soll ich sagen? Tja. Ja. Tja. Jetzt könnte man wieder das Klischee bemühen, alte weiße Männer. Ein trauriges Kapitel. Desinformation vom Feinsten, Propaganda, Lügen,
falsche Informationen, Schlüsse, die sich selbst widersprechen. Ihr habt es ja gesehen. Und ich führe gar keine Quellen unten an, das hat ja gar keinen Sinn. Das wurde sowieso schon alles x-fach aufgearbeitet und jeder kann das sofort googeln. Also es ist so einfach. Ich meine, ich gebe euch vielleicht unten ein paar Links rein, die irgendwie, wenn ich, ja, ich gebe was rein. Also zur klassische Mythen. Ach, es ist eher egal. Ja, lassen wir es gut sein. Aber bitte kommentiert bitte unten fleißig mit und ja, vielleicht wollt ihr mein Video teilen, verbreiten. Ich glaube, das zahlt sich aus. Es ist einfach unfassbar, unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Ich habe auch Servus TV geschrieben und habe gesagt, das kann es nicht sein. Von einem Video gebe ich euch unten rein, von Klickson, eine Aufarbeitung von recht aktuellen Studien, wie sauber das E-Auto eigentlich wirklich ist und noch werden kann. Großartiges Video. Müsst ihr euch unbedingt ansehen. Das ist strongly recommended. Also wirklich sehr empfohlen. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und sonst, ja, wir müssen eben weiterkämpfen. Es hilft nichts. Gegen die Desinformationskampagnen, auch der großen Sender. Tja, was bleibt uns anderes übrig? Aber ich hoffe, ihr habt das auch genossen. So, wenn man es so aufarbeitet, dann ist es ja fast schon wieder lustig, oder? Dann ist es nicht ganz so schlimm, als wenn man sich's nur ansieht und nicht mehr weiß, was man sagen soll. So macht es ja dann doch wieder Spaß. Und die E-Mobilität ist sowieso nicht aufzuhalten, also egal. Ja, also, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, Like, Kanal abonnieren, kostet nichts, Glöckchen, im Shop vorbeischauen bei mir, Tesla Referral Code, ihr kennt die ganze Litanei. Es hat mich gefreut, dass ihr bis hierher zugeschaut habt, es ist doch ein bisschen länger geworden. Aber wie gesagt, großartig, ein Stück Zeitgeschichte. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, alles Gute und ciao.